Ich würde sagen, let's go. Mit diesem tiefen Reinigungsshampoo. Haben wir das einer Freundin geschenkt. Da ist nämlich heute Sale bei Zara. Die finde sie so schön. Ich habe die jetzt die ganze Zeit hier stehen. Ich muss nämlich noch echt einiges machen und vor allem, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Freund und ich eine Silvesterparty hosten, aber... Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich jetzt mal richtig produktiv und werde alles erledigen, was die letzten Wochen und Monate liegen geblieben ist. Denn ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben absolut nicht im Griff. Und das Jahresende steht bevor. Und bevor ich in die Heimat fahre und die Feiertage genieße, muss ich meine Wohnung hier auf jeden Fall klar Schiff kriegen. Darum dachte ich, mich motivieren solche Videos immer, dich ja vielleicht auch. Darum filme ich einfach mal mit und zeig dir, was so an Haushalt liegen geblieben ist in letzter Zeit und werde das erledigen. Achso ja, und falls man das nicht sieht oder du neu bist, ich habe meine Haare getönt und ich hasse es. Ich hasse es. Es ist so rotstichig geworden und es sah nicht aus wie der auf der Verpackung. Darum mal gucken, ob ich in der Drogerie irgendwie noch so ein Grün-Shampoo finde, dass ich das so ein bisschen neutralisieren kann. Und ja, ansonsten muss ich jetzt Weihnachten, Silvester und meinen 21. Geburtstag mit rotbraunen Haaren leben. Was wir jetzt als allererstes machen müssen, ich habe ein bisschen Pfand angesammelt, ganz dezent wenig. Ich habe es einfach nicht geschafft, einkaufen zu gehen, beziehungsweise bin ich halt immer nur zu Fuß einkaufen gewesen und war lang nicht mehr bei dem Einkaufsladen hier ein bisschen weiter weg einkaufen. Und ich nehme halt meinen Pfand immer nur mit, wenn ich mit dem Auto einkaufen gehe. Oder wenn es nur so ein, zwei Flaschen sind und natürlich auch auf dem Fahrrad. Aber ich habe einfach, wie man sieht, lang keinen Pfand mehr weggebracht. Darum werden wir das mal tun. Schreib mal bitte jetzt in die Kommentare, was du denkst, wie viel Pfand das ist. Ich würde sagen, let's go. Wir machen uns mal auf den Weg zum Einkaufen. Attacke. Zurück vom Einkaufen, da steht der Korb und ich dachte, wir machen jetzt mal einen kleinen Haul. Das sind jetzt die Sachen, die ich eingekauft habe für nach Weihnachten, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich wieder zurück in die Wohnung komme und ich weiß nicht, ob die Geschäfte dann aufhaben. Darum wollte ich so ein paar Sachen hier haben für alle Fälle. Ich war gerade noch schnell bei DM und wollte eigentlich Grün-Shampoo kaufen. Aber das gab es dann nicht, darum muss ich vielleicht nachher nochmal zu Douglas oder so. Aber ich habe auf jeden Fall Vitamin C Pulver und Tiefenreinigungsshampoo geholt. Das werde ich dann mischen und dann hoffentlich die Haare ein bisschen entfärben damit. Dann habe ich noch gekauft einmal Tortencreme, weil ja auch mein Geburtstag ansteht. Dann habe ich gekauft Schokokuchen, Rosmarin, dann noch einmal Barilla Spaghettoni, das sind so etwas dickere Spaghettis. Zweimal Pesto, das ist Pesto Rosso, ich liebe das und das habe ich immer auf Vorrat hier. Dann Backcamembert, den werde ich auch gleich einfrieren und dann hält er auch auf jeden Fall bis Neujahr. Dann brauchte ich ein neues Spülmittel, weil mein Spülmittel fast leer ist. Das ist so ein hübsch rosanes. Neues Mehl, weil mein Mehl leer ist. Dreimal Milch gekauft, weil ich auch nur noch eine Packung oder so habe. Orangensaft, der war auch im Angebot. Ich habe eigentlich nur Angebote gerade gekauft. Dann noch einmal alkoholfreien Sekt. Weiß ich noch nicht, also eventuell dann für Silvester, wenn wir Silvester hier sind. Und sonst habe ich ja noch Geburtstag. Ich habe auch noch eine Flasche Cola mitgenommen. Ich persönlich trinke ja eigentlich nur stilles Wasser. Also es ist ganz selten, dass ich mal was anderes trinke. Aber meine Gäste trinken ja vielleicht Cola. Und dann habe ich noch mal Schlagsahne mitgebracht. Und zwei Packungen Chips. Das war der Einkauf. Das werde ich jetzt mal verräumen. Guten Morgen. Es ist zwei Tage später. Ich filme gerade einfach so ein bisschen mit, wie es passt. Wie man sieht, ich habe gerade meine Haare schon mal gewaschen. Mit diesem tiefen Reinigungsshampoo. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob davon gleich schon so ein bisschen Haarfarbe rausgeht. Ja, wir werden sehen. Ansonsten geht es meinen Haaren dann nochmal mit dem Vitamin C einkragen. Ich habe sogar gelesen, dass das eigentlich recht pflegend sein soll. Und jetzt gucke ich gerade noch so ein YouTube-Video dazu. Mich stört halt wirklich nur dieser Rotstich. Falls das hier gleich alles gar nichts bringt, werde ich nochmal in die Stadt laufen und zum Douglas gehen und gucken, ob es da ein grünes Shampoo gibt.
Ansonsten habe ich auch noch so ein Stone-Shampoo hier. Hier, das ist das. Das hatte ich auch direkt bei meinem Friseur geholt. Und das ist so gräulich. Und wenn ich das drauf gebe, dann ist vielleicht das Rot nicht mehr ganz so kräftig. So, ich habe meine Haarfarbe, mein Shampoo gerade ausgewaschen. Also, das hatte ich ja benutzt. Und jetzt mache ich diese Pampe aus Vitamin C und Tiefenreinigungsshampoo. Ach, wie süß, da ist sogar so ein kleiner Löffel drin. Aber der ist mir ein bisschen zu klein, der reicht mir nicht. Also, 1, 2, 3, 3,5 Löffel. Reicht das? Ich weiß es nicht. Also, mal sehen, was daraus wird. Meine größte Sorge ist, dass ich das ungleichmäßig auf meinen Haaren verteile und an einigen Stellen dann Flecken entstehen. Das wäre wirklich, das wäre mein Horror. Wenn das passiert, dann renne ich gleich zu dem und hole die nächste Tönung. Also es ist jetzt so sehr schaumig. Ich gehe jetzt mal ins Badezimmer. Ich brauche eine Frischhaltefolie. Haben wir hier. Jetzt werden wir mal Frischhaltefolie benutzen und ein bisschen der Umwelt sündigen. So sieht es gerade aus. Also an sich, es ist schon ein bisschen dunkler als mein Naturton, aber ja, also meine Naturhaarfarbe ist über die letzten Jahre schon deutlich dunkler geworden. Und wenn sie jetzt noch dunkler wäre, würde sie mich nicht stören. Nur, man sieht es glaube ich nicht so gut, die haben halt einfach so einen Rotstich. Es ist eher so ein Kastanienbraun und ich wollte Schokobraun. Ich habe auch erst überlegt, ob ich meiner Friseurin schreibe, was ich machen soll, aber ich habe mich dann doch zu sehr geschämt. Oh Mann, ey. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meinen Haaren das antue, weil ich echt pingelig bin, wenn ich an meine Haare lasse. Die Pampe ist in meinen Haaren. Oh. Und jetzt werden wir das mal fixieren. Also ich habe es jetzt auch in mein ganzes Haar gemacht. Einige haben gesagt, man soll es nicht auf die Kopfhaut schmieren, weil das so austrocknend ist und dann juckt es. Aber dann habe ich ja voll den Ansatz oder mega den komischen Übergang. Das will ich nicht, darum habe ich es jetzt einfach überall hingeschmiert. Und jetzt Frischhaltefolie. Kommt da noch ein Turban drauf. Einfach nur, um das zu fixieren. Kleiner Alien am Start, aber ich werde jetzt einfach ein bisschen Serie gucken, meinen Koffer weiterpacken. Heute geht's in die Heimat. Und dann hoffen, dass die Farbe rausgeht. Meine Haare sind trocken, aber sie sind rot. Oh mein Gott, man sieht, es hat sehr viel Farbe rausgezogen, worüber ich schon mal sehr, sehr happy bin. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm. Ich dachte mal, Rot steht mir absolut nicht, aber es ist jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Also ich mag immer noch mein Blond lieber, aber ich muss sagen, so ein bisschen dunkler finde ich auch schon cool, aber Rot wäre jetzt nicht so meine erste Wahl gewesen. Naja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn du das ausprobieren möchtest mit dem Vitamin C, dann benutze danach auf jeden Fall noch eine Spülung, weil direkt nach dem Haarewaschen waren meine Haare schon sehr trocken und durch die Spülung ist es dann besser geworden. Ich habe die dann so 10 Minuten einwirken lassen und jetzt sind die wieder weich. Ich schaue gleich auf jeden Fall mal bei Douglas vorbei, ob die ein grünes Shampoo haben. Ich laufe jetzt schnell in die Stadt und werde noch ein paar Besorgungen erledigen. Ich weiß auch gar nicht, ich habe letztens erst die Mütze gekauft und ich weiß gar nicht, ob das jetzt nicht voll komisch zu den Haaren aussieht. Ich meine, die sind einfach rot. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben jemals rote Haare haben würde. Also, ich war in der Drogerie und habe ein bisschen was eingekauft. Und zwar, das zeige ich gleich, ich habe einmal mein Shampoo neu gekauft. Ich hole das immer in diesen Nachfüllpackungen. Ist ein bisschen besser für die Umwelt. Und 80% weniger Plastikmüll. Und ich mag das echt gerne. Ich finde, der Geruch ist richtig lecker. Und es hält auch sehr, sehr lange. Also da ist auch, glaube ich, mehr drin als in einer normalen Flasche. Dann habe ich einmal mein Lieblingsdeo geholt. Ich glaube, das ist nicht so gut für die Haut, um ehrlich zu sein. Aber ein bisschen TMI. Ich komme so schnell, also so leicht auch einfach ins Schwitzen. Also ich brauche nur die Treppen runterrennen und dann ist mir schon richtig warm. Und das hilft tatsächlich mega gut. Also Reflex wie ein Tiger. Ein sehr, sehr gutes Deo. Das habe ich auch sonst in Rosa. Das finde ich auch mega gut. Dann habe ich einmal neue Zahnseide-Sticks geholt. Das sind so Zahnseide-Sticks, also da ist so ein kleines Zahnseide-Ding in diesen Haltern drin. Und das finde ich so praktisch, weil mit meiner normalen Zahnseide finde ich es so schwer, in die Backenzähne reinzukommen, weil ich da einfach nicht so viel Platz habe. Und die benutze ich immer, also
mir damals mein Zahnarzt als Tipp gegeben, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das sonst machen soll. Und die finde ich echt gut. Dann habe ich einmal meinen Augenbrauenstift nachgeholt. Den hatte ich schon Ewigkeiten nicht. Ich hatte zwischenzeitlich einen anderen. Momentan ist jetzt gerade so meine Augenbrauen einfach nur gefärbt und nicht geschminkt. Geht auch voll klar, aber ja, manchmal brauche ich einfach so für ein paar Lücken das zum Auffüllen. Dann habe ich noch diesen Essence Extreme Shine Lip Gloss gekauft in Pink. Ich habe den halt sonst immer durchsichtig und ich liebe den durchsichtigen. Aber ich dachte, ich nehme mal den Pink, aber ich finde, so viel Farbe gibt er gar nicht ab. Und dann habe ich noch, das habe ich bei, ich weiß gar nicht, wie der Name ausgesprochen wird, Dejan. Auf jeden Fall dieser Friseur, der immer so Tipps gibt, wie man seine Haare besser pflegen kann. Und der hatte das gepostet, dass das ein guter Leave-In-Conditioner ist. Ich habe keinen Leave-In-Conditioner. Und er meinte, der ist gut. Und da ich ihm vertraue und der schon öfter mal meine Haare gerettet hat, benutze ich das einfach mal demnächst. Gut, ich werde das jetzt mal eben verräumen. Mein Nachbar kommt gleich, weil der einen Kaffee haben wollte. Und wir haben keine Kaffeemaschine, darum kommt er zu mir zum Kaffee trinken. Ja. Und was ich jetzt noch gekauft habe, was ich dir jetzt... Oh mein Gott, meine Haare. Crazy. Was ich jetzt testen will. Ich war nämlich bei Sostrene Grene, falls man es erkennen kann. Und da habe ich so eine Sprühflasche gekauft. Denn ich habe Rosmarinwasser abgekocht. Also das soll fürs Haarwachstum sein. Und ich verliere so viel Haare, das ist echt nicht mehr witzig. Darum probiere ich das einfach mal, ob mir das hilft. Also es belebt und erfrischt die Kopfhaut, regt die Durchblutung an, fördert das Haarwachstum, die Haarfollikel werden gestärkt, hilft gegen Haarausfall, bekämpft Schuppentrockenheit und Juckreiz und verleiht den Haaren gesunden Glanz und Geschmeidigkeit. Okay, also man sollte es vor dem Schlafengehen machen. Ich stelle es einfach in den Kühlschrank, hier kann ja nichts passieren. Guten Morgen, es ist gerade Freitag um 9:30 Uhr, vielleicht wunderst du dich, wieso ich immer noch in meiner Wohnung bin. Heute ist der 23. Dezember und eigentlich sollte ich schon seit gestern Abend zu Hause sein. Also beziehungsweise, ich wäre gestern zu meiner Mom gefahren, hätte ich da eine Nacht übernachtet und dann wären wir heute zusammen nach Hause gefahren. Also an dem Plan hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich komme immer noch heute nach Hause, aber ich war halt gestern nicht mehr bei meiner Mom, weil die nämlich total krank geworden ist. Sie hat jetzt auch Fieber und so. Im Endeffekt ist es, glaube ich, ganz gut, weil ich super viel zu tun habe. Ich muss noch weiter meinen Steuerkram machen und ich muss noch ein Video von mir zu Ende schneiden, denn ich habe hier extrem gutes WLAN. Kann ich mal so sagen, also habe ich mir mal gegönnt. Direkt zum Einzug, das war ziemlich cool. Unser WLAN zu Hause ist nämlich nicht so stabil. Darum bin ich gerade dabei, mein Video zu Ende zu schneiden und das noch hochzuladen, damit ich das hier in meinem guten Netz hochladen kann und nicht zu Hause. Ja, dann geht's so gegen Mittag in die Heimat. Ich nehme die Kamera, denke ich, einfach mit. Vielleicht sehen kann, ich bin zu Hause. Es ist jetzt schon ein Tag später. Also wir haben heute Samstag, den 24. Es ist also Heiligabend bzw. gerade Heilige Nacht. Denn es ist, ich habe gar keine Uhr um. Es ist 23.28 Uhr. Oh, um ehrlich zu sein, das Weihnachten war nicht so schön. Also doch schon schön. Aber es war einfach so leer hier zu Hause. Mir fällt es halt immer noch schwer, hier zu sein. Und um ehrlich zu sein, habe ich den ganzen Nachmittag im Bett gelegen und geweint. Mir fehlt es einfach immer noch so, dass Basco nicht hier ist. Und ich war dieses Weihnachten für den Nachtisch zuständig. Und es gab so eine Himbeercreme. Auf jeden Fall musste ich dafür super viel Quark und Joghurt und Schlagsahne und alles Mögliche zusammenmixen. Und bei uns hat halt immer Basco früher dann die Becher ausgeschleckt und ich weiß nicht, damit ging das dann so los. Und wir haben ihn halt auch hier zu Hause begraben, dann bin ich halt noch zu seinem Grab und habe eine Kerze angezündet. Vielleicht jetzt, wenn ich das so einmal erlebt habe, fällt mir das nächstes Jahr leichter, aber
Ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr war schon sehr, sehr hart. Gleich kommt auch noch mein Freund vorbei. Die spielen gerade noch mit ihrer Familie Spiele. Bei uns liegen alle schon im Bett, weil meine Mom auch kränklich ist und darum ist sie jetzt schon im Bett. Und ich wollte jetzt noch hier mein Zimmer eben ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich ganz schönes Chaos hinterlassen. Aber ja, ich habe das jetzt, also ich habe zu Hause so eine große Sprühflasche und hier jetzt halt so eine kleine mitgenommen. Achso, und hier ist übrigens das Geschenk für meinen Freund. Ich finde, das ist voll schön eingepackt. Von daher würde ich sagen, ich melde mich dann morgen. Da kann ich dir vielleicht nochmal die Geschenke zeigen oder ein paar zumindest davon. Und ich muss aber auch auf jeden Fall noch die Tage jetzt lernen. Vielleicht, ich hoffe sehr, dass ich schaffe, dass ich Luisa auch nochmal sehe, weil ich die jetzt auch schon so lange nicht mehr gesehen habe, weil ich einfach keine Zeit habe, nach Hause zu kommen. Das ist so traurig, aber ja, so ist es halt. Guten Morgen, es ist gerade 10.54 Uhr, also eigentlich ist es nicht mehr morgen, es ist mittlerweile Mittag. Aber ich wollte ja noch ein bisschen erzählen, ein bisschen berichten, ein bisschen meine Geschenke teilen, weil es ist jetzt nicht so viel, dass ich darüber ein extra Video machen müsste, aber ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich es auch gar nicht gezeigt. Aber ich weiß, dass doch viele sich immer dafür interessieren und darum dachte ich, mache ich das einfach. Okay, ich stelle mal kurz die Kamera hier hin. Ich wollte nur kurz berichten, wir haben jetzt gerade gefrühstückt, also mein Freund war gerade noch da. Wir haben gefrühstückt und jetzt ist er weitergefahren zum Rest von seiner Familie. Und ich werde gleich lernen. Damit wären wir auch eigentlich schon beim ersten Geschenk. Also ich hatte mir Fallbücher gewünscht. Da habe ich einmal die Fällebücher bekommen für Strafrecht und Sachenrecht 1. Und dann hatte ich noch das Buch mir hier gewünscht. Das ist auch ein Fallbuch zum Sachenrecht. Das hatte mein AG-Leiter empfohlen. Und ich habe da gestern dann so durchgeblättert und es sieht tatsächlich sehr gut aus. Also da sind auch so ein paar Erklärungen mit drin. Weiß ich nicht, ich werde es auf jeden Fall testen. Ich kannte das nicht oder beziehungsweise den Herausgeber, weiß ich nicht, aber ich habe immer die Lehrbücher von dem Verlag und die finde ich auch ganz gut. Darum denke ich, wird mir das auch gefallen. Ich hatte noch eine Skiunterwäsche bekommen, weil meine alte war wirklich schon richtig, richtig alt und kaputt. Also die hatte schon Löcher und ich trage sie halt jeden Tag in der Bib einfach drunter, weil das sonst viel zu kalt ist, wenn man den ganzen Tag sitzt. Darum hatte ich eine neue Skiunterwäsche bekommen, die habe ich jetzt aber schon in meinen Kleiderschrank geräumt. Und dann hatte ich noch von meiner Tante ein Paket geschickt bekommen. Die hat mir einmal so mega viel Haarpflege geschickt. Ich kannte diese Reihe auch gar nicht. Aber es riecht wirklich mega gut. Oh, Momento. Ich wünsche, man könnte das so durch die Kamera riechen. Es riecht richtig gut, aber da sind keine Parfüme drin. Und also ich traue mich gar nicht, das jetzt zu benutzen, weil das ist viel zu schade, wenn meine Haare jetzt noch so rot sind. Aber wenn ich wieder ein bisschen Haarfarbe verloren habe, werde ich das auf jeden Fall benutzen. Und das ist halt einmal die Reihe mit Shampoo, Conditioner und Haarmaske. Voll schön, vor allem die Flaschen sind auch richtig ästhetisch. So sehen die aus. Ja, und dann hatte ich noch von ihr was bekommen, was ich selbst auch schon mal verschenkt hatte. Also zusammen mit einer anderen Freundin von mir haben wir das einer Freundin geschenkt. Es ist halt nicht so ein Escape Room, aber man muss halt so Rätsel lösen. Also man kriegt hier so verschiedene Unterlagen und hier ist irgendwie noch so ein Wochenplan mit dabei, irgendwelche Broschüren und dann kann man da halt so einen Fall lösen, was ganz cool ist. Ich denke, das werde ich dann Silvester oder sowas mit Freunden spielen, mal gucken, wann sich das anbietet. Aber ja, ich finde es immer mega cool, weil wie gesagt, das habe ich halt selbst auch schon mal verschenkt und man verschenkt ja nichts, was man selbst nicht mag. Gestern Abend ist halt dann noch mein Freund vorbeigekommen und ist jetzt halt bis zum Frühstück geblieben. Und er hat mir auch noch voll das süße Geschenk gemacht. Und zwar so eine Polaroid-Kamera, weil ich liebe halt Fotos machen. Und er findet das immer so nervig mit dem Handy oder mit der Kamera. Er meinte, dann will er, wenn, dann besondere Fotos machen. Und darum habe ich halt schon vor langem gesagt, dass ich diese Polaroid-Kameras cool finde. Jetzt hat er mir die geschenkt mit halt noch so Filmen dazu. Wir haben hier halt auch schon so Bilder gemacht. Also ich mit meiner Family, mit ihm, von ihm alleine. Ich habe schon 3 Bilder gemacht und da sind nur 8 drin. Also ich habe jetzt noch 5, aber ja, ich denke, ich werde gleich einfach neue noch bestellen. Und dann kann
kann ich auch an meinem Geburtstag und so noch ein paar Bilder machen. Ist auf jeden Fall ganz schön. Und die Kamera steht gerade noch auf einem Geschenk drauf. Und zwar, die Schuhe und die Bücher sind eigentlich das Einzige, was ich mir gewünscht hatte. Und zwar sind es einfach ganz normal weiße Stan Smith. Ich trage die wirklich immer. Also ich weiß nicht, das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Und meine alten sind halt wirklich so dreckig und kaputt. Stehen die hier gerade? Nee. Hä, wo ich die denn hin? Brauchst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr, weil die sind auf jeden Fall wieder richtig schön weiß. Ja, muss ich nur noch einlaufen. Aber ich traue mich gar nicht, weil ich will, dass die so schön weiß bleiben. Also ich finde, das sind halt einfach die schönsten Schuhe für so einen schlanken Fuß. Und meine Füße sind halt richtig schmal. Also es sieht einfach total doof aus, wenn ich dann so einen klobigen Schuh trage. Guten Morgen von meinem Schreibtisch aus. Ich muss mal kurz die Kamera anschauen. Es ist Mittwochmorgen, der 27. Dezember. Ich bin ein bisschen kränklich. Also ich bin noch nicht krank und ich hoffe sehr, dass ich irgendwie nicht drum herum komme. Aber ja, ich weiß nicht, meine Nase kratzt so ein bisschen. Und ich denke einfach, ich habe mich bei meiner Mom angesteckt mit der Erkältung. Ich werde mich jetzt weiter fertig machen und dann geht es für mich in die Stadt. Da ist nämlich heute Sale bei Zara, bis zu 70% Rabatt, und das kann ich mir nicht entgehen lassen. Das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Heute Nachmittag muss ich noch lernen und übermorgen geht es auch schon wieder zu mir nach Hause in die Wohnung und dann verbringe ich Silvester und meinen Geburtstag dann da zusammen mit meinem Freund, und Silvester kommt noch ein Kumpel von ihm vorbei. Ich mache mich jetzt mal ready, weil so kann ich nicht bleiben. Ich bin zurück aus der City und habe tatsächlich was gefunden. Wer hätte es gedacht? Ich war auch nicht die Einzige, die auf diese grandiose Idee gekommen ist, in die Stadt zu fahren, denn es war super voll. Ich war um Punkt 9.58 Uhr am Laden, um 10 Uhr haben die aufgemacht und es waren vor mir schon 13 Leute da. Es war wirklich ein bisschen crazy, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil noch alle Größen da waren. Nichts war irgendwie unordentlich oder so. Ich hasse das immer, wenn dann die Leute einfach so die Sachen runterschmeißen. Ich meine, wieso hebt man das nicht einfach wieder auf? Okay, also ich habe nämlich einen Mantel gekauft, weil ich ja im Februar und März dann in der Kanzlei Praktikum mache. Und ich wollte einfach noch so einen dunkleren Mantel, der nicht richtig schwarz ist, aber halt so ein dunkelgrau hat. Und ich finde den richtig, richtig schön. Der hat auch tatsächlich mal Taschen. Das ist ja auch eine Seltenheit bei Zara-Mänteln. Und den kann man halt mit so einem Bändel hier zuschnüren. Also man kann den halt so ein bisschen taillieren, was ich ganz cool finde. Und der war halt echt gut reduziert. Also vorher hat der 160 Euro gekostet und ich habe den jetzt für 100 Euro geschossen, was ganz cool ist. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und auf dem Heimweg habe ich dann noch beim Blumenladen angehalten, weil ich ja dann morgen auf dem Geburtstag von einer Freundin von mir bin, aus der Schulzeit noch, also Anni. Ja, da habe ich die gefunden und ich finde sie so schön. Ich habe die jetzt die ganze Zeit hier stehen. Habe ich zumindest noch ein bisschen was davon, weil, ach, die sind so schön. Ich würde die am liebsten selber behalten. Hätte es da nochmal so einen Strauß gegeben, hätte ich die bestimmt doppelt gekauft. Naja, jetzt bekommt sie den und ich hoffe, sie freut sich dann darüber. Und ich sitze ansonsten gerade hier und lerne. Ich muss nämlich noch echt einiges machen und vor allem, ich habe jetzt zwei Sachenrechtsbücher. Und ich bin gerade bei Fall 4 von, in diesem Fallbuch sind 43 Fälle und ich weiß nicht, wie viele noch in dem anderen sind. Oh Gott. Meine Mom hat gerade Hustenbonbons gebracht. Ich habe zwar keinen Husten, aber ich habe halt Schmerzen und ich hoffe, dass es kein Husten wird. Schmeckt. Und was machen wir jetzt? Richtig umziehen. Ich habe nämlich eine Jogginghose an und so einen Schlapperpulli. Und ich fahre jetzt einkaufen und so kann ich nicht rausgehen. Beziehungsweise habe ich einfach Spaß dran, mich ordentlich anzuziehen. Da mache ich das jetzt. Die Motivation ist ehrlich gesagt ziemlich low. Das dachte sich mein iPad auch, denn der Akku ist leer gegangen. Und jetzt kann ich nicht weiter meine Fälle schreiben, weil ich halt nur auf dem iPad schreibe und auch kein Papier hier habe. Darum mache ich jetzt einfach Pause. So, oh, das sieht aber fancy aus hier. Ein kleines Streifenhörnchen. Ja, aber solange mein iPad jetzt eh leer ist, fahre ich schnell zu Action. Denn, ich will jetzt nicht sagen, dass mein Freund und ich eine Silvesterparty hosten, aber
wir hosten eine Silvesterparty, nicht Spaß. Es kommt einfach nur ein Kumpel von ihm zu Silvester. Meine ganzen Freunde sind, glaube ich, gar nicht da, die brauche ich gar nicht fragen. Aber ich habe auch nicht so viel Platz in meiner Wohnung, dass ich da noch viele Leute unterbringen könnte. Darum wird es wahrscheinlich einfach eine entspannte Runde zu dritt. Jedenfalls wollte ich dafür jetzt noch ein bisschen Deko kaufen bei Action. Und da fahre ich jetzt einfach mal hin, weil ich die Hoffnung habe, dass alle Leute in der Stadt sind und heute keiner bei Action ist. Hey, ich bin wieder in meiner Wohnung, wie man vielleicht sieht. Und es ist mittlerweile auch schon viel, viel später. Wir haben nämlich heute den 8. Januar. Morgen beginnt meine Uni wieder und ja, es ist super viel passiert. Ich habe die Silvesterparty hier, ausgerichtet. Also wir hatten einfach einen coolen Abend zu dritt. Ich habe nicht die Deko bei Action gefunden, die ich haben wollte und war deshalb super traurig, aber mein Freund und ich sind nochmal zu Kaufland gegangen und da hatten die tatsächlich ziemlich coole Silvesterdeko. Also wenn du vielleicht fürs nächste Jahr mal schauen willst, dann schau einfach da. Bei Action war halt echt alles ausverkauft. Also ich bin da hingekommen, es war ein Aufsteller da, wo noch Knicklichter drin waren. Die habe ich auch mitgenommen. Dann noch so eine Wimpelgirlande, so eine silberne. Und dann noch Servietten, die super hässlich waren. Und Pappbecher und Pappteller. Aber wir waren hier zu Hause und wir waren auch nicht viele Leute. Und dann finde ich es einfach schöner, wenn man richtige Teller nimmt. Das ist auch ein bisschen besser für die Umwelt. Darum habe ich da echt nichts mitgenommen, außer die Knicklichter und eine Wimpelgirlande. Aber egal, ich finde, es war trotzdem schön gemütlich hier. Unser Silvestertisch war sehr, sehr hübsch. Wenn ich ein Foto finde, kann ich es nochmal eben schnell einblenden. Also es war auf jeden Fall sehr cool. Ich hatte mittlerweile Geburtstag, ich bin jetzt 21. ja, es ist super viel passiert, aber eigentlich würde ich das gar nicht vorgreifen, weil ich eigentlich ein komplettes Video noch filmen will, weil ich habe auch neue Möbel und alles aufgebaut und das ist super cool. Ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl hier. Meine Wohnung ist jetzt endlich all together. Also vielleicht filme ich auch nochmal eine Roomtour, wer weiß. Es bietet sich jetzt auf jeden Fall an, weil jetzt wirklich alles fertig ist. Morgen beginnt die Uni wieder. Mein Freund ist heute Mittag nach Hause gefahren. Ich sitze gerade am Schnitt von dem Video. Konnte halt dann echt nicht mehr so viel machen. Ich bin ja krank geworden. Ich dachte, ich komme drum rum. Bin ich leider nicht. Und mir ging es auch echt nicht gut. Also es war richtig verrückt. Bevor wir hier Silvester gefeiert haben, waren wir noch einmal einkaufen. Und ich bin einfach zweimal in dem Einkaufsladen umgekippt, weil mein Kreislauf so abgesackt ist. Und ich wohne ja auch im Dachgeschoss und wir haben keinen Fahrstuhl. Und als ich die Treppen hier hochgelaufen bin, es war, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Es war echt verrückt und normalerweise laufe ich das ja mehrmals täglich. Und mittlerweile stört es mich auch gar nicht mehr. Aber als ich krank war, das war schon sehr verrückt. Ich hatte auf jeden Fall auch noch eine schöne Geburtstagsfeier bei Anni. Es war sehr, sehr cool, einfach alle mal wiederzusehen. Aber es ist halt auch so verrückt, weil alle jetzt so unterschiedliche Sachen machen und alle sind an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Aber es war so toll, alle mal wiederzusehen. Momentan muss ich halt auch viel lernen. Also knapp in einem Monat schreibe ich meine erste Klausur. Und das ist natürlich jetzt gerade meine Priorität Nummer 1. Darum mal schauen, wie das mit den Videos passt. Aber ich möchte es auf jeden Fall probieren. Genau. Von daher verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal oder auf Instagram wieder. Bis dahin, bye!